So, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ist Zeit, mal kurz zurückzublicken und ein bisschen nach vorne zu blicken. Ich muss euch sagen, dass das ein durch und durch ätzendes Jahr gewesen ist. Ich hatte gesundheitlich ein paar Probleme, war im Krankenhaus. Das ist zum Glück alles gut gegangen. Politisch war das Jahr natürlich aus Sicht der Linken durch und durch beschissen. Man kann es nicht anders sagen. Wir hatten wirklich eine krachende Wahlniederlage und sind jetzt dabei, die Scherben zusammenzukehren und gucken, wie wir das Ganze wieder auf Vordermann bringen können. Und hier in der Fraktion haben wir jetzt einiges geordnet und ich denke, es ist Zeit, dass wir jetzt im nächsten Jahr wirklich durchstarten, dass wir auch in gewissermaßen einen neuen Aufbruch hinbekommen, dass wir uns darüber einig werden, was sind unsere zwei, drei Kernkompetenzen, die wir machen wollen. Denn eins ist klar, auch die neue Ampelregierung gehört nun in diesem Jahr zu den Sachen, die nicht besonders erfreulich sind. Denn völlig klar ist, dass bei dieser Koalition, wo vor allem Parteien wie die FDP oder die Grünen, die vor allem was machen für die, denen sehr gut geht in diesem Land, dass die ganzen Leute, die im Niedriglohnbereich sind, die in Leiharbeit sind, die nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen, die Angst haben, ob sie ihren kleinen Kredit abbezahlen können, all diese Leute sind hier überhaupt nicht auf der Agenda. Und das ist, wie ihr euch denken könnt, meine Meinung zumindest, dass das Aufgabe der Linken ist, sich um diese Leute zu kümmern, ihnen eine Stimme zu geben und viel kämpferischer noch als die letzten Monate hier aufzutreten. Das ist jetzt den Job, den wir als Linke hier im Bundestag zu machen haben. Ich freue mich natürlich jetzt zunächst mal auf Weihnachten irgendwie mit den Liebsten zusammen zu sein, Kumpel zu treffen, ein paar ordentliche Drinks zu nehmen. Und ich hoffe vor allem, dass dieses katastrophale Pandemie-Management, wenn man es so nennen kann, dieser Bundesregierung von der nächsten nicht genauso schlimm ist, damit wir wenigstens nächstes Jahr Weihnachten dann wirklich wieder völlig entspannt feiern und zusammen abhängen können. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch allen echt ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die freie Zeit und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr voll durchstarten politisch. Ich werde auch mich mit einigen treffen. Wir werden ein bisschen feiern, soweit es die Pandemie zulässt. Alles nach den Regeln, zumindest in dieser Frage alles nach den Regeln. Und dann freue ich mich auf das ein oder andere Wiedersehen und dass wir im kommenden Jahr durchstarten für eine viel gerechtere, sozialere und solidarischere Republik. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.